Servus und willkommen zu Folge Nummer 15 von der Horex Regina Restaurierung. Und zwar geht es heute hier um den Kettenradflansch. Schaut euch das mal an, hier ist noch die allererste Hardy-Scheibe drauf, so rissig und brüchig wie die ist. Sieht echt brutal aus, also die kann man auf keinen Fall mehr verwenden, da muss man auf jeden Fall eine neue drauf machen. Dann sieht das Sägeblatt auch aus wie, ach, das Kettenrad sieht fast aus wie ein Sägeblatt, das ist meistens so ein Anzeichen dafür, dass das Ding fertig ist. Gut, ich mache so einen kleinen Zweiteiler daraus, einmal alles zerlegen, nachgucken, ob alles in Ordnung ist, irgendwas beschädigt ist oder nicht, alles sauber machen und im nächsten Teil dann machen wir alles wieder zusammen, machen noch neue Lager rein, dass das hier für die nächsten 20, 30 Jahre läuft und wir damit keine Probleme kriegen. Also jetzt gehen wir aber mal rüber an die Werkbank, hoffen, dass alles auseinander geht, ohne dass wir irgendwas zerstören oder abschneiden müssen. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Also starten wir mal. Los geht's. So, ich will jetzt erstmal alles vom groben Schmutz befreien. Die gründliche Reinigung mache ich natürlich hinterher, wenn alles zerlegt ist. Nur, dass ich hier ordentlich an die ganzen Muttern drankomme, dass ich da jetzt nicht mit der Ratsche oder so abrutsche. Auch schon leer. Gut. Dass wir einfach mal sehen, woran wir hier sind. Na, sieht doch gar nicht so schlimm aus wie gedacht. Egal, ich spanne das jetzt auf das Kettenrad, weil ich das sowieso nicht mehr verwenden will, weil das schon echt ziemlich platt ist. Beim Neuaufbau baue ich ein neues Kettenrad drauf und die Maschine kriegt sowieso auch vorne ein neues Antriebsrad und auch eine neue Kette. Also da würde ich jetzt nicht sparen. Wenn wir schon alles neu machen, dann... Boah. Vielleicht noch als kleinen Tipp, hier sind sogenannte Buntbolzen drin, die wurden damals gesichert, indem hier ein Körnerschlag drauf gegeben wurde und dann wurde das Gewinde verformt, dass sich die Muttern hier nicht runtergedreht haben. Beim Zusammenbau mache ich das allerdings nicht, ich sichere die Muttern anders da mit Schraubensicherung, das funktioniert auch genauso gut, also das gibt eigentlich keine Probleme. Ich habe all meine Kettenräder, die ich jetzt neu gemacht habe, wo ich die Buntbolzen eingebaut habe, auch mit Schraubensicherung gesichert, also von daher, ich habe noch nie irgendwie was verloren. Hier muss ich jetzt mal, hier muss ich mal gegenhalten. Die ist echt, ich zeige euch das gerade mal, die ist echt total fertig. Also da geht nichts mehr. Die muss auf jeden Fall neu gemacht werden. Ich glaube, das wird auch noch nie sauber gemacht, so wie das aussieht.
Früher waren, da Lager drin, die seitlich keine Abdeckung hatten. Das heißt, da wurde hier über den Schmiernippel noch das Fett eingedrückt zum Schmieren der Lager. Ich baue meistens die Flansche auf wartungsfreie Lager um. Da entfällt natürlich hier das Eindrücken von dem Fett. Und dieser Filzring, der sollte ja verhindern, der sollte verhindern, dass das Fett hier nach außen gedrückt wird. Müsste eigentlich auf beiden Seiten einer drin sein, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Genau, hier kann man das jetzt erkennen. Also, das lässt darauf schließen, dass auf jeden Fall noch die ersten Lager drin sind. Ich meine, das mal, sieht man das hier? Ja, genau, hier sieht man noch, die haben noch keine seitliche Abdeckung. Also ich habe jetzt, soweit es geht, alles zerlegt. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr die Lager rausmacht. Und zwar, die Lager sitzen ja hier beide drauf. Und hier ist so ein Sicherungsring auf jeden Fall drauf. Der muss zuerst entfernt werden. Und dann könnt ihr hier aus dem Kettenradflansch dann die Welle rausdrücken. Macht ihr das nicht, macht ihr viel kaputt. Gut. Ich zeige euch jetzt nochmal die ganzen Teile hier. Die habe ich nämlich wunderbar schön aufgebaut. So, da zeige ich euch mal die ganzen Teile. Hier ist der große Aluminiumflansch. Hier sind die Lager, die drin waren. Hier sind die zwei das sind so kleine Sicherungsringe. Die kennen wir ja schon, die haben wir schon ausgebaut vorhin. Der Kettenradflansch ist alles wirklich, also wirklich sehr dreckig. Ich glaube, das wird noch nie sauber gemacht. Hier haben wir noch so einen kleinen Abstandshalter, die Mutter und natürlich auch hier die Hardyscheibe. Von dem Ganzen können wir gar nicht viel verwenden, nur den Kettenradflansch und natürlich hier halt die Sicherung, die Hohlwelle hier und natürlich hier so Abstandshalter und Mutter. Und hier auch, das muss ich alles noch sauber machen, das ist mir alles noch ein bisschen zu fettig. Ja, der Rest, denke ich mal, muss alles neu gemacht werden. Also nochmal zur Erklärung, die Lage habe ich an meiner Werkstattpresse ausgedrückt oder ausgepresst. Das habe ich vorhin jetzt nicht gefilmt, das war jetzt unspektakulär. Spektakulärer wird es natürlich beim Einbauen, wenn wir die neuen Reihen machen. Ich habe das ein bisschen mit dem Heißluftföhn heiß gemacht, das habt ihr ja gesehen vorhin im Video, um da so lagersitzschonend wie möglich zu arbeiten. So, mit Aceton und Bremsenreiniger wird das alles richtig gut sauber. Und ja. So, nach dem Reinigen sind das jetzt alles die Teile, die wir wieder verwenden können und auch werden. Der Flansch ist eigentlich echt noch super in Ordnung. Der hat hier nur so ein bisschen Rost abbekommen von dem Kettenrad, aber das mache ich dann ein bisschen Wolle oder was mache ich das dann wieder ein bisschen, oder mit so einem Schleifvlies, dann mache ich das wieder ein bisschen sauber. Dann haben wir hier die Abstandshalter, die Mutter, hier sind noch so ein paar Distanzstücke, die sieht auch noch sehr gut aus und natürlich die zwei kleinen Sicherungen. Ja.
So, ja, soweit, so gut. Ich besorge jetzt über die Woche die ganzen neuen Teile, also Buntbolzen, dann das neue Kettenrad, die Hardyscheibe und natürlich die neuen Kugellager. Das sind nämlich die gleichen, wie auch beim Rad verbaut werden. Das ist eigentlich keine, oder clever gedacht, oder ja, von Horix. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei euren Projekten zu Hause und wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Aufbauvideo oder in der Folge 2 von der Videoserie dann wieder. Bis dahin, haut drin, ciao.